Wer verbirgt sich da? Wir gerade im Vorhaben über Arbeit sprechen. Mhm. Warum ist das gerade so wichtig? Manche Schülerinnen und Schüler bald im Praktikum ist. Mhm. Du bist schon ein alter Hase. Ja, ja. Eigentlich schon. Hm, dachte ich mir auch eigentlich. Nee. Baby hat schon so viel Erfahrung. Nee. Mhm. Außer Garten- und Landschaftsbau, Küche, weiß ich nicht. Ja. Berufsbildungsbereich? Das war Garten- und Landschaftsbau. Direkt durchgestartet? 2 Wochen durchgehalten. Ja. Stark, Baby. Das sind Handsägen und das sind Standbohrer. Ich auch arbeiten. Und hier dann noch besser sehen. Sowas in der Art machen. Mit Standlocher. Die Augen deiner Maske hast du ja mit der Hand ausgesägt, ja, ne? Das Handbohrer. Auch. Mit die beiden machen wir die Löcher. Schleifpapier hier. Hier verschiedene Schleifpapiere. So. So. Und damit die Klötze machen. So. Erzähl mal, wie läuft das bei euch, wenn man hier mit den Geräten arbeiten möchte? Die Kindern oder wie uns aufpassen muss mit dem Händen, wie hier nicht aufpassen, dem Hand da hinkommt, dann stark Blut kommt. Also muss ich aufpassen und meine Lehrerin gesagt, ich bin ein Profi im Verkrumm. Erste Hilfe lasten hier. Dann muss ich schnell da rangehen und dann die Schülerin oder Schülerin versorgen. Musstest du das schon machen? Noch nicht. Ich bin dabei. Toi. Bei Erste-Hilfe-Kurs. Einmal in der Woche, letzte Stunde, montags. Findest du das wichtig, dass Leute Erste Hilfe lernen? Ja, unbedingt. Denn wie ich. Die Brille aufsetzen. Hm. Schutz. Was gibt es noch für Regeln, die man beachten muss, wenn man hier drin ist? Nicht hier rumdurfen. Lieber aufpassen mit dem Finger. Auf die Lehrer hören muss. Und mehr Regeln da. Ja, wir essen und trinken nicht im Verkrumm. Machen wir nie, also wir nicht. Und ja, wir räumen uns Arbeitsplatz auf. Eigentlich ist Werken nicht mein Ding. Was ist denn dein Ding? Schwimmen. Schwimmen? Vieles halt. Nicht werken.
Und Schluss. Ja, wir kommen. Tschüss.